18. Januar 1945 war der erste Bombenangriff auf Reutlingen. Und das ist bei uns, wo wir gewohnt sind, direkt im Zentrum gewesen. Und da sind also Häuser mit einer Mine, die sind von ein dreistöckiges Haus ist da weg gewesen. Da war nichts mehr da. Und da hat's einen Haufen, sind die ja einen Haufen Brandbomben geschmissen. Bei uns im Haus ist eine Brandbombe auf der Nähmaschine, das ist ein bisschen ein Herzholz gewesen, da ist die auf und da hat es die Vorhänge gebrannt, aber unser Hausherr hat es löschen können. Und wo wir dann raufgekommen sind vom Keller, waren auf die Schranke und auf die Straßen und x Brandbombe. Das war ein Schauspiel, also das würde ich nie vergessen. So toll, war toll, aber das ist natürlich nicht toll gewesen. Das sind die Brandbomben gewesen.